eine feine Schleifblüte möchte ich herstellen, das heißt 180er Körnung. Und dazu nutze ich jetzt mal so eine Blüte. Die walke ich jetzt hier durch. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Da hätte es noch ein bisschen besser durchdrücken müssen, aber ansonsten ist das okay. Hier habe ich noch ein bisschen größer aufgebohrt, weil diese anderen Löcher da ein bisschen klein sind. Bräuchte man eine richtige Prickelnadel. Soweit sieht es aus. Das kann wie gesagt noch ein bisschen verbessert werden, indem ich da was bei der Prägung ändere. Und zwar nochmal das drauf. Und anschließend ein kleines Kartönchen. Kleines Kartönchen. So sieht das dann aus. Wunderbar. Und so entstehen meine Schleifblüte jetzt. Die müssen nachher noch gelocht werden. Und dann passt das alles. Sauber. Also es wird wie gesagt eine ganz feine Schleifblüte und ich bin gespannt, ob ich die nur zum Polieren nutze oder wie genau ich die dann, wozu mir die dienen kann. So einfach geht das Positionieren auf der Schneideplatte, das drüber, noch ein Distanzkarton und schon kann's.
abgestanzt werden. So sieht es aus, das löst sich dann ganz schön. Prickelnadel nutzen, um das Ganze hier ein bisschen rauszuholen. Und schon kann es zu den anderen gelegt werden. Also nochmal, das hier schneide ich kurz ab, drauflegen, platzsparend positionieren. Achten, dass es nicht verrutscht. Einmal, zweimal und sieht gut aus. So einfach mache ich meine Schleifblüten. Werden jetzt noch mittig gestanzt und aufgespannt. P180er nehme ich jetzt erstmal. Und dann zwei Blüteschablonen. Dann wird es durchgewalzt. So, der erste Versuch hat eigentlich gut geklappt. Werde ich dementsprechend nur mit einer Blüte das nächste Mal stanzen. Sollte nämlich nicht so sein. Schauen wir mal, was hier möglich ist. Das ist Quatsch.